Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren. Ja, aufgrund der vielen Nachfragen in unserem Chat und auch von vielen Clubmitgliedern habe ich mir natürlich für die Rubrik Mix Insider heute einmal die Hornbach Holding ins Boot geholt. Ja, Hornbach ist ja die Dachgesellschaft für eine Reihe von Unternehmen, die in den Bereichen Bau, Gartenmärkte sowie Baustoff Handel tätig sind. Ja, mit Abstand die wichtigste Beteiligung ist allerdings dabei die ebenfalls notierte Hornbach Baumarkt AG. Ganz klar, der deutsche Marktführer unter den Betreibern großflächiger Bauheimwerker und Gartenmärkte. Naja, und gerade während der Corona-Zeit, ja, da haben ja viele zu Hause das Heimwerkeln angefangen. Und das hat natürlich ordentlich Euros in die Kassen von Hornbach hineingespült. Aber letzte Woche gab es Zahlen und da waren die Aktionäre dann doch bei Zeiten etwas enttäuscht. Da hätte man sich etwas mehr erwartet, vor allen Dingen natürlich beim Ausblick. Naja, und wenn man dann auf die Konkurrenz, auf den Wettbewerb, auf die Peer Group schaut, dann haben wir Ähnliches allerdings auch von Home Depot in den Vereinigten Staaten gehört. Ja, Home Depot ist ja doch größte Baumarktkette. Und auch die haben damit zu kämpfen, dass jetzt nach der Pandemie natürlich eine viel zu hohe Inflation in den Vereinigten Staaten vorliegt, genauso wie in der Eurozone auch. Dass wir tatsächlich auch Konsumenten haben, die eher zurückhaltend natürlich mit ihrem Geld umgehen und dementsprechend halt eben die Geschäfte momentan in den Baumärkten nicht mehr ganz so rund laufen. Also will ich natürlich jetzt ganz genau wissen, wie sieht es da bei Hornbach aus? Welche Strategie hat man für die Zukunft? Ja, was wird man an Dividende bezahlen? Und zum Schluss meines Interviews mit der Finanzvorständin, Herr Karin Dohm, ja, werde ich dann dementsprechend mein Fazit dann noch einläuten. Zudem ist dann noch die aktuellen Top 5 Insider-Käufe und Verkäufe gibt. Jetzt freue ich mich auf die Finanzvorständin von Hornbach, der Holding von Karin Dohm. Frau Dohm, ich habe Sie gerade schon angeteasert. Sie sind Finanzvorständin bei der Hornbach Holding und vor allen Dingen, man darf ja schon fast gratulieren, Ihr Vertrag ist ja nochmal verlängert worden bis zum Jahr 2028. Ja, da hat man ja nochmal richtig Zeit, aus dem Vollen zu schöpfen und für den Konzern tatsächlich nach vorne zu marschieren. Ja, vielen Dank für die freundliche Begrüßung, Herr Knauf. Ich freue mich auch, dass wir uns heute hier austauschen können. Natürlich habe ich mich auch sehr über die Vertragsverlängerung gefreut. Das bietet ja immer die Möglichkeit, genau wie Sie sagen, noch einmal das eine oder andere auch zusammen mit den Kollegen im Unternehmen in die Zukunft reinzuarbeiten. Ich meine, Hornbach wächst ja seit Jahren kontinuierlich, muss man sagen. Die Pandemie war ja letztlich auch ein bisschen ein Segen für das Unternehmen letztlich. Ja, weil viele halt eben hingegangen sind und gesagt haben, ich muss eh zu Hause bleiben, dann verschönere ich mir mein Zuhause halt eben auch und gehe direkt mal bei Hornbach einkaufen. Wie sehen Sie denn jetzt die nächsten Jahre auf das Unternehmen, auf die Holding zukommen? Sie sprachen natürlich an, dass die Pandemie in gewisser Hinsicht eine Sonderkonjunktur war. Nichtsdestoweniger, wir sehen einige der Themen, die auch bereits zum Teil schon vor Corona einschlägig waren, die sehen wir auch weiterhin, die sehen wir letztendlich für die gesamte Dekade. Ich denke hier an Aspekte wie das eigene Heim als doch fokussierten Lebensmittelpunkt anders nochmal zu betrachten, da auch mehr rein zu investieren. Das Thema energetische Sanierung im Sinne des, wie kann ich vielleicht mein Heim besser isolieren? Was kann ich noch machen im Sinne eines Smart Home, um das Zuhause besser auszusteuern? All diese Themen sind ganz bestimmt Themen, die uns die nächsten Jahre begleiten werden und wo wir uns natürlich sehr freuen, wenn wir da unseren Kunden weiterhelfen können. Sind das denn auch letztlich die Trends, die in Zukunft den Markt beherrschen werden? Definitiv sind das auch Trends. Natürlich haben wir darüber hinaus immer auch noch andere Trends. Es gibt auch immer bestimmte Aspekte, die sind saisonal. Ich denke hier an so etwas wie Gartenthemen, eine Terrasse, einen Balkon neu zu gestalten. Das sind natürlich jetzt klassische Frühlingsthemen oder auch etwas winterfest im Herbst zu machen. Aber ganz klar sind das übergreifende Themen, die auch in dem, nicht nur in diesem Jahr oder im kommenden, sondern bestimmt uns die kommenden Jahre begleiten werden und wo wir natürlich auch sicherstellen wollen, dass wir da passend ausgestattet sind. Jetzt gibt es ja noch einige Flecken, wo Hornbach noch nicht vertreten ist. Weiße Flecken, wie wir noch sagen. Haben Sie da so ein bisschen eine Art, naja, ich will mal sagen, Expansionsstrategie, wo Sie noch hinwollen? Wir haben definitiv eine Expansionsstrategie und genau wie Sie sagen, das ist natürlich auch ein wichtiges Thema für uns, dass wir nicht nur da, wo
wir entsprechend schon sind, weiterhin unser Angebot ausbauen, sondern gerade auch da, wo wir noch nicht sind, die berühmten weißen Flecken. Das können geografische Aspekte sein, also einfach in den Ländern, wo wir sind, uns weiter auszubreiten. Wir schauen uns natürlich auch in den Nachbarländern an, gibt es da vielleicht die eine oder andere Möglichkeit. Und ganz wichtig, wir sind ja sehr, sehr stolz auf unsere Interconnected Retail Strategie, also die Möglichkeit für unsere Kundinnen und Kunden, sich wirklich ohne Brüche von dem Virtuellen ins Stationäre zu bewegen. Das heißt, Webshop, App und die Funktionalitäten da drin sind ganz, ganz wichtig für uns. Und deshalb bauen wir auch dort weiter aus und investieren dort weiter. Wir sprachen das Thema gerade an. Online haben Sie sich ja massiv verstärkt. Wirkt sich das letztlich auch dann wirklich so positiv dann auf Sie auf, wie Sie das erwartet hätten? Ja, definitiv. Das sind ja zum Teil bereits vor meiner Zeit, ich bin jetzt in meinem dritten Jahr bei Hornbach, Investitionen getätigt worden und das hat sich natürlich in den vergangenen Jahren ausgezahlt. Die Kunden haben auch in Corona, aber darüber hinaus, wir sehen das aktuell auch ganz klar, die haben es zu schätzen gelernt, dass so etwas wie Direktlieferung nach Hause oder meinetwegen, wir haben ja auch viele Handwerker und Gewerbetreibende als unsere Kunden an ihre jeweilige Baustelle. Solche Direktlieferungen sind natürlich herzlich willkommen, vereinfachen ja auch das Leben unserer Kunden. Und das wird nach wie vor sehr, sehr geschätzt. Ja. Sehen Sie denn auf der einen Seite, wo wir gerade so ein bisschen beim Bau waren, da hören wir ja momentan, oh, Baustagnation und Fachkräftemangel. Und merken Sie das auch so ein bisschen auch? Das Baumarkt- und Gartenmarktgeschäft ist im Wesentlichen schon ein Geschäft, was sich an und um Bestandsimmobilien bewegt. Das heißt, unser Geschäft ist ganz stark mit vorhandenen, vorzugsweise natürlich Wohnimmobilien verknüpft. Und insofern sind die aktuellen Bewegungen in der Baubranche nicht unmittelbar für unser Geschäft wichtig. Sie sind nicht völlig irrelevant, aber sie sind nicht unmittelbar wichtig. Das heißt also, da wird sich nicht komplett drauf konzentriert. Jetzt haben Sie letzte Woche ja Zahlen präsentiert. Würde ich Sie bitten, die nochmal ganz kurz zu rekapitulieren. Wie sehen die Prognosen jetzt aus fürs Gesamtjahr 2023, 2024? Ja, sehr gerne. Wir haben natürlich zum einen ein wirklich erfolgreiches Jahr hinter uns. Wir haben noch einmal unsere Umsätze steigern können im abgelaufenen Geschäftsjahr. Und haben auch vor allen Dingen, das ist für uns ganz wichtig, auch Marktanteile gewinnen können. Auch in wirklich harten Wettbewerbsmärkten wie zum Beispiel Deutschland. Und auf der Basis sehen wir uns auch für dieses Jahr wieder sehr gut aufgestellt. Der Start ins Jahr war ein bisschen verhalten. Wir hatten ja Regen, wir hatten kaltes Wetter. Das haben wir wirklich in all unseren Geschäftsgebieten. Und ich glaube, auch wir alle persönlich leider erfahren müssen. Es war kalt und unangenehm. Aber das Grundgerüst ist extrem solide aufgestellt. Und insofern sehen wir uns da auch für dieses Jahr, was die Umsätze und die Verkäufe betrifft, in einem sehr guten Umfeld, in einem stabilen Umfeld, auf dem wir dann auch weiter ausbauen können. Und das beinhaltet bei uns, wie gesagt, die Eröffnung neuer Märkte, also die rein physische Expansion auch in den kommenden Jahren und natürlich auch die fortlaufenden Investitionen und den Ausbau unserer Tätigkeiten im internationalen und auch in dem, im E-Commerce, in allem, was unser Interconnected Retail Geschäft betrifft. Wo wir da jetzt schon so ein internationales Geschäft. Hatten wir kurz schon mal das Thema weiße Flecken. Wie sieht es denn ansonsten im südeuropäischen Raum, respektive Polen und Frankreich aus? Wären das nicht noch Märkte für Sie? Das sind natürlich auf jeden Fall alles spannende Märkte. Das sind ja auch alles große Volkswirtschaften. Und insofern gibt es da auch bestimmt das eine oder andere an veritablem Geschäft im Baumarkt- und Gartenmarktbereich. Nun ist es aber so, dass die von Ihnen genannten Länder, also insbesondere Frankreich oder Polen, nicht dadurch sich auszeichnen, dass da noch niemand ist in der Branche, sondern die sind auch gut besetzt und man muss ja immer schauen, wo gibt es realistische Chancen, wo gibt es die nicht. Aber wir schauen uns natürlich grundsätzlich immer unsere Nachbarländer an und gucken uns dann nach passenden Gelegenheiten um. Ja, das heißt also, man hat das Glas schon fokussiert, das Fernglas. Wenn wir mal hinschauen, in den vergangenen Jahren wurde bei der Tochter Hornbach Baumarkt ein Delisting durchgeführt. Wann ist hier, wie wir in der Börsensprache sagen, mit einem sogenannten Squeeze-Out zu rechnen? Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist natürlich etwas, was den einen oder anderen unserer Investoren bewegt, wo ich auch regelmäßig Fragen zu bekomme. Nun ist es allerdings so,
Wir sind ja derzeit mit ungefähr etwas über 92% an der Baumarkt AG bzw. diesem Konzern, damit dem Teilkonzern auch beteiligt. Und insofern, wir sehen das ja als ein Unternehmen. Das ist unser Baumarkt, unsere Baumarktgruppe, unsere Hornbach-Gruppe. Insofern ist da jetzt derzeit überhaupt kein Fokus auf ein Squeeze-Out. Das würde ja auch letztendlich noch einmal einiges im Zweifelsfall an Aufwand kreieren. Und da ist es immer sehr fragwürdig, ob man den Aktionären damit einen Gefallen tut. Und insofern ist das für uns derzeit wirklich kein Thema. Apropos Aktionäre, die schauen natürlich bei Zeiten auch immer auf die Dividende. Jetzt haben Sie gesagt, die Dividende bleibt bei 2,40 Euro. Naja, da hatten also viele Investoren und Anleger schon mit 10 Cent mehr gerechnet. Wie soll denn in Zukunft die Dividendenstrategie bei Ihnen ausschauen? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Knauf. Das ist für uns natürlich ein wichtiges Thema. Am Ende des Tages ist ja gerade auch der Total Shareholder Return wichtig und von Bedeutung. Und wir haben immer gesagt, wir wollen mindestens die Vorjahresdividende auszahlen und wir wollen uns sukzessive, kontinuierlich auf die Ausschüttungsquote von 30% zu bewegen. Wir sind ja jetzt mit den 2,40 Euro in diesem Jahr über die 20% gekommen und natürlich werden wir beides im Rahmen dessen, was wir auch langfristig abbilden können, ausbauen. Ganz klar stehen wir da zu unserer Dividendenpolicy. Okay, das heißt also, die 2,40 Euro, die sind jetzt nicht festgenagelt auf die Ewigkeit. Nein, gut. Okay. Wenn wir mal hinschauen, die Holding wird ja an der Börse ziemlich unter Buchwert gehandelt. Worauf führen Sie diese Diskrepanz aktuell zurück? Und wie soll man diese Unterbewerten denn so ein bisschen an die Seite kriegen, wieder wegkriegen? Ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir hier auch mittel- und langfristig eine faire Bewertung bekommen. Genau wie Sie sagen, das sehen wir im Moment im Börsenkurs nicht reflektiert. Und deshalb ist es uns ja auch ganz wichtig, unter anderem mit Ihnen und auch anderen zu sprechen, um dafür auch nochmal herauszuarbeiten, wie denn jetzt eigentlich das Geschäftsmodell aussieht, was saisonale Effekte sind, was vielleicht auch einmal zyklische Effekte sein können und wo wir aber, gucken Sie sich insbesondere langfristige Entwicklungen der Hornbach-Gruppe an, da hat es immer nur, um es etwas platter zu formulieren, eine Richtung gegeben. Ich glaube, da haben wir bewiesen, dass wir auch in Krisenzeiten uns wirtschaftlich stark weiterentwickeln können. Und das herauszuarbeiten, halte ich weiterhin für einen wichtigen Auftrag, auch natürlich gerade bei uns in der Kommunikation. Und da sind wir auch mit viel Herzblut dabei. Ja, das merke ich ja. Sie sind ja bei mir. Das sind ja schon mal so die ersten Schritte nach außen, halt eben dementsprechend auch Informationen abzugeben. Jetzt haben wir nach 11 Jahren wieder mal Zinsen. Die Europäische Zentralbank kommt genauso wenig wie die Federal Reserve nicht umhin, Zinsen anzuheben, all dieweil die Inflation natürlich viel, viel zu hoch ist. Aber wenn man mal auf die Wachstumsfinanzierung schaut, die ist natürlich durch die gestiegenen Zinsen auch jetzt wesentlich erschwert worden. Wie wird Hornbach hier in Zukunft damit umgehen? Wir sind, genau wie Sie sagen, natürlich Teil der jeweiligen Volkswirtschaften und in den meisten unserer Ländern ist der Euro einschlägig. Das heißt, was immer die EZB macht und tut, ist für uns genauso relevant wie für alle anderen. Nun haben wir immer, das betrachte ich natürlich auch als eine meiner Kernaufgaben, darauf geachtet, dass wir ein solides finanzielles Standbein auf der Passivseite haben, dass wir eine Refinanzierung haben, die sauber strukturiert ist. Wir haben ja nicht nur Bankenrefinanzierung, wir sind ja gelistet, deshalb auch kapitalmarktfinanziert. Wir haben, wie Sie wissen, einen Bond, wir haben natürlich klassische Darlehen, wir haben zum Teil Darlehen, die sind mit unseren Märkten, uns gehören ja 60% der von uns genutzten Immobilien, die sind teilweise damit als Sicherheiten unterfüttert. Und es gibt natürlich eine große Bandbreite und damit für uns viele Möglichkeiten und Flexibilität, sodass wir aktuell wirklich eine solche Zinserhöhung sehr gut abfedern können und da bestimmt weniger betroffen sind als manch anderer. Also auch noch, wenn es noch mal weiter raufgehen wird, weil wir liegen jetzt bei 3,5%, aber da wird die EZB ja sicherlich nicht bei bleiben. Ich denke, wir werden noch weitere Zinserhöhungen durch die EZB dieses Jahr sehen, definitiv. Okay. Wenn wir jetzt mal schauen, rund 60% der von Ihnen genutzten Immobilien, die sind ja im eigenen Besitz. Soll diese Quote beibehalten werden? Will man da mehr machen oder eventuell auch ein bisschen tiefer gehen? Wir sehen das als Richtschnur, aber keineswegs als Zielquote. Die 60% schwanken auch immer. Wir haben in den Markteröffnungen, die wir in den vergangenen 2 Jahren zum Beispiel vorgenommen haben,
haben wir einige Märkte selber, also Grundstücke gekauft, Märkte gebaut. Wir haben zum Teil andere Partner gehabt, Standortentwickler und Ähnliches, denen wir dann den Markt langfristig abmieten oder halt auch über einen Leasingvertrag entsprechend da in die Mietverpflichtung gehen. Insofern, da sind wir wirklich opportunistisch aufgestellt und nehmen genau das wahr, was fürs Unternehmen und fürs Gesamtpaket die sinnvollste und ökonomischste Lösung ist. Ich denke, mit den knapp 2/3, 60%, das ist grundsätzlich gut. Es kann aber auch mal mehr, es kann auch mal weniger sein. Wenn man ansonsten mal schauen, meine, sobald Hornbach Baumarkt vollkommen integriert ist, und das ist eine Frage, da weiß ich, da muss ich Sie ein bisschen an die Glaskugel bitten, sollte der Wert der Holding ja letztlich davon profitieren. Meine, viele Aktionäre fragen immer wieder, Mensch, wieso ist denn eine Hornbach nicht schon längst im MDAX angekommen? Ja, darf ich die Frage direkt mal so weiterreichen? Ja, lieber Herr Knauf, natürlich denken wir auch, dass das eine sinnvolle Variante ist, aber Scherz beiseite, mir ist es wichtig, dass wir eine faire Bewertung bekommen. Das ist mir ein wirklich wichtiger Punkt und da werden wir weiterhin sehr dran arbeiten, um dafür die notwendige Klarheit und auch sozusagen den Blick aufs Langfristige zu lenken. Und dazu gehört neben dem, was ich ansprach, also eine saubere und solide Refinanzierung, gehört dazu natürlich auch die weitere Ausarbeitung des Total Shareholder Return. Und dann, denke ich mir, wird sich eine faire Bewertung und alles andere auch im Zeitablauf positiv entwickeln. Ich würde es mal in der Art und Weise abbinden wollen. Okay, das heißt also, für den MDAX hat man noch ein bisschen Zeit, aber à la longue strebt man da natürlich klar eine Notierung drin an. Darf ich Sie fragen, schauen Sie ab und zu auch schon mal so ein bisschen auf die Konkurrenz, auf den Wettbewerb oder wie man im Börsianer-Sprech sagt, auf die sogenannte Peer Group, heißt hier auf solche Unternehmen wie Home Depot? Das ist für uns natürlich ein ganz wichtiges Thema. Was macht die Peer Group? Was entwickelt sich auch an Trends im Markt? Was entwickelt sich an Wettbewerbsthemen, wo sehen wir da unsere Konkurrenten? Und natürlich gibt es, genau wie Sie sagen, gibt es immer zwei Aspekte dabei. Zum einen die ganz großen Player global gesehen, weil das einfach wichtig und spannend ist zu verstehen, wo gehen Kundenbedürfnisse hin? Und ich denke mir, wenn man im Retail ist, losgelöst von Home Improvement, ist es immer spannend, in die USA zu schauen, genauso wie es immer wichtig ist, aus meiner Sicht nach Asien und nach China insbesondere zu schauen. Da entwickeln sich Konsumententrends häufig doch eher und zum Teil auch schneller. Und insofern ganz wichtiges Thema. Und zum anderen natürlich der Wettbewerb, der relevante Wettbewerb in den Ländern, in denen wir sind. Das ist natürlich unser Heimatland Deutschland, aber das sind auch die Niederlande, das ist Skandinavien, das ist zum Teil Osteuropa und generell natürlich die Dachregion. Also da sind wir sehr, sehr aufmerksam, um zu verstehen, wo da jeweils die Reise hingeht. Am Ende natürlich auch, wo sind Stärken, wo sind Schwächen und Ähnliches. Jetzt hatte Home Depot ja letzte Woche auch Zahlen vermeldet. Die waren auch etwas zurückhaltend, klar, auch beim Ausblick. Auch in Amerika haben wir eine hohe Inflation. Die Zinsen stehen sogar noch höher. Aber was ich interessant fand, war, dass Home Depot gesagt hat, ja gut, wir hatten unvorteilhaftes Wetter. Das haben wir ja bei uns dementsprechend auch gehabt. Und die Entwicklung der Holzpreise, das hat wohl etwas gebremst. Ist es bei uns in Deutschland, in Europa auch so, dass die Holzpreise da tatsächlich momentan so hoch sind, dass sie eher bremsend wirken? Das kann ich jetzt für uns in unserem Geschäftsgebiet nicht bestätigen. Ich vermute nach allem, was wir an Daten haben, dass es wirklich ein nordamerikanisches Thema ist. Okay, jetzt haben Sie ja, wir haben ja darüber gesprochen, noch die nächsten Jahre Zeit bis 2028. Und was, wenn Sie noch alles vorhaben, was haben Sie sich ganz weit vorne auf die Liste gesetzt, wo Sie sagen, da werde ich jetzt aber auf jeden Fall dran gehen, wenn ich jetzt noch mal 5 Jahre Zeit habe. Das drängt mich, das will ich noch erledigen, das will ich mit Hornbach noch durchziehen. Ich denke, das sind gar nicht unbedingt neue Themen, sondern das ist eher eine Möglichkeit, die Themen, die wir schon bereits jetzt im Angriff haben und an denen wir arbeiten, weiter fortzusetzen. Und wie ich vorhin sagte, da ist natürlich das ganze Thema weitere Begleitung der Operativen im Sinne des Unternehmens, im Sinne der Wertschöpfung des Unternehmens und damit auch am Ende des Tages der Wertschöpfung für die Anteilseigner ein ganz wichtiges Thema. Und alles andere ist natürlich auch das spannende Thema der weiteren Fortschreitung der Digitalisierung. Das ist ja auch für uns in Finance
Über Finance Transformation könnten wir wahrscheinlich nochmal einen gesonderten Podcast machen. Absolut. Das sind absolut. Ganz spannende Themen und da sind wir natürlich auch dran, um da entsprechend weiteres Potenzial zu heben. Also Digitalisierung steht auch bei Ihnen ganz, ganz weit oben auf der Liste. Absolut, ja. Wenn wir ansonsten mal reinschauen, wird es denn dieses Jahr noch auf Roadshows geben? Werden Sie sich dem Markt noch irgendwo präsentieren, Anlegern und Investoren? Definitiv. Wir sind immer daran interessiert, möglichst viele unserer Anleger oder vielleicht auch unserer zukünftigen Anleger zu treffen. Wir waren natürlich etwas schon vergangene Woche unterwegs. Jetzt im Mai haben Sie immer ein bisschen die Einschränkung in Europa, dass der eine oder andere Feiertag da doch natürlich das etwas dämpft. Aber wir haben ganz klar im Sommer und dann vor allen Dingen im Herbst, wenn ja wirklich die großen Treffen auch wieder losgehen im Investorenbereich, da werden wir dabei sein, da werden wir unterwegs sein und da freue ich mich auch schon wieder sehr drauf. Abschlussfrage ist ja persönlich von mir. Ist Karin Dohm auch eine Heimwerkerin? Nicht unbedingt, nicht, aber ich bin doch sehr im Garten aktiv und Heimwerken selber ist jetzt nicht direkt meine Domäne, aber ich mache gerne was im Garten. Ja. Okay, also das heißt also auch da haben Sie Ihren grünen Daumen und können nach vorne arbeiten. Da gibt es auf jeden Fall auch Anknüpfungspunkte zwischen dem Sortiment von Hornbach und mir. Ja. Okay, ist super. Frau Dohm, ich danke Ihnen recht herzlich fürs Interview, für die neuen Informationen, was wir natürlich jetzt an unsere Zuschauer und unsere Anleger, an unsere Clubmitglieder natürlich verschicken. Ich wünsche Ihnen ein erfolgreiches Jahr und freue mich, Sie dementsprechend dann vielleicht baldigst zu einem Update wieder hineinzubekommen. Vielleicht dann ja sogar persönlich hier an der Frankfurter Börse, weil Sie haben so schön gesagt, es ist ja ein Heimspiel für Sie. Genau, ich wohne in Hessen und insofern bin ich da ganz schnell bei Ihnen, wenn wir da uns wieder austauschen wollen. Komme ich drauf zurück. Frau Dohm, herzlichen Dank und viel, viel Erfolg für die nächsten Wochen, Monate. Herzlichen Dank, Herr Knauf. Dankeschön. Soweit also, meine Damen und Herren, liebe Clubmitglieder, Karin Dohm, die Finanzvorständin bei Hornbach. Also müssen wir mal schauen, wie es da dementsprechend weitergeht. Mein Fazit dazu, wenn wir auf den aktuellen Kurs bei etwa 67 Euro schauen, wir haben eine gute Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde, sehe ich ein klares Kursziel für das laufende Jahr nach wie vor noch von 93 Euro. Also ein Potenzial immerhin noch von 35%. Ja, und die Dividende, das haben wir ja von Karin Dohm gehört, die liegt ja nach wie vor bei 2,40 Euro. Also auch nicht uninteressant, wo ich ja gerade immer auf passives Einkommen schiele und Dividenden mir ja letztlich wichtig sind. Und ich denke auch, dass wenn der Sommer jetzt wieder so richtig anfängt in Deutschland, dass das Heimwerkeln tatsächlich wieder mehr an Fahrt aufnimmt und generell natürlich dieses von selbst und zu Hause machen, das, was Hornbach ja ganz weit vorne proklamiert, auch in Zukunft sicherlich Bestand haben wird. Schauen wir dementsprechend mal ein bisschen weiter. Schauen wir mal auf die Top 5 Käufer und Verkäufer innerhalb des Marktes. Ja, und da sehen wir halt eben bei der Commerzbank, da hat der Vorstandsvorsitzende selber zugekauft und das in einem ordentlichen Rahmen, fast von 500.000, der Dr. M. Knof. Ja, und dann sehen wir Hornbach. Da hat die AB Holding zugekauft. Knorrbremse war es der Weber als Vorstand. Dann haben wir Geconomy. Da wurde auch nochmal in kleineren Positionen zugekauft, ähnlich wie bei Deutz auch. Ja, die größten Verkäufer, die sehen wir dann meistens auch in den Vereinigten Staaten. Die sehen wir bei Alphabet. Dort haben wir tatsächlich hier einen Aufsichtsrat, der richtig Kasse gemacht hat. Dann sehen wir es bei DoorDash, dann sehen wir es bei Camden Design, unter anderem halt eben auch bei Chipotle, dem Mexican Grill, uns ja mittlerweile auch bekannt, und bei Hershey, da geht es ja um den großen Bereich der Süßwaren. Da wurde dann dementsprechend auch nochmal Verkäufe getätigt. Ich hoffe, dass Ihnen meine heutige Ausgabe von Mix Insider mit Hornbach, Hornbach Holding gefallen hat. Lassen Sie mir gerne einen Daumen oder einen Kommentar da. Jetzt bin ich schon auf der Suche nach meinem nächsten Unternehmen, was ich Ihnen dann in kurzfristiger Zeit, also in Bälde, natürlich bei Mix Insider präsentieren werde. All dieweil haben Sie viel Erfolg an der Börse.